Der Teutoburger Wald ist ein Bergrücken, der von Hörstel in Niedersachsen an Osnabrück vorbei über Bielefeld bis nach Hornbad Meinberg verläuft. Der Teutoburger Wald hat noch bis zum 17. Jahrhundert Osinghain geheißen. Osinghain bedeutet Sitz der Götter. Die Asen, die germanischen Götter, waren also die Namensgeber. Es ranken sich viele Sagen und Mythen um den geheimnisvollen Wald, der noch sehr viele alte Spuren unserer Vorfahren hinterlassen hat. Schaut mal diesen Stein. Der hat ja auch eine Schrift oder sowas. Der ist hier auch. Der hat hier lauter Vertiefungen, der Stein. Also ist hier auch was gewesen. Hier liegt auch noch einer, den haben sie umgeschmissen. Und hier auch wieder so Einschlüsse, ne? Aber das ist ja wie im Schwarzwald, da habe ich auch so einen ähnlichen Stein gefunden. Der hat auch so Linien gehabt und hier diese Vertiefungen. Wir sind jetzt ungefähr 2 Kilometer von den Exansteinen entfernt, bei Velmers Tod, bei der lippischen und der preußischen Velmers Tod. Ja, und hier haben wir das erste Mauerwerk entdeckt. Ja, wir haben hier einige Mauern und Steine entdeckt. Schaut mal, was für große Steine hier liegen. Und hier vorne fängt eine Mauer an, richtig hoch, also ungefähr 1,5 Meter hoch. Schaut mal, und die zieht sich bis da nach hinten und der ganze Berg, der ist gestuft mit diesen Mauern. Also wir haben unten, haben wir schon 3 Stufen gesehen. Und schaut mal, es geht hier alles weiter. Krass. Ja, auch wieder eine Stufe. Alles voll hier. Der sieht jetzt das halt aus, ja, der Stein. Das ist ein Ruhezeichen, ne? Mhm. Ja, die Mauer geht hier weiter. Hier macht sie den Bogen runter. Schaut mal, wie die Bäume hier wachsen. Richtig verwurzelt, verwinkelt. Und hier ist ein Steinweg. Der führt nach oben. Leichte Öffnung, ne? So, oben angekommen, befindet sich dieses Bauwerk aus Steinen. Ah, schaut, alles gesetzte Steine hier, definitiv. Oh, markiert sind sie auch. Oh, ein alter Platz mit einem Obelisk, 1916. Ah ja, kommt nochmal so ein markanter Stein. So ein Monolith, hä? Ja?
Steinritzungen hat er auch. Auch ein kultischer Platz gewesen wahrscheinlich. Ah, hier kommt eine gigantische Felsformation. Ja, sieht mal wie ein Steinbruch aus. Ziemlich großer Steinbruch. Ja. Aber da jetzt durchkämpfen wird schwierig. Schon gut zugewachsen. Ja, hier hat man auch was im Quadrat rausgeschlagen. Ist auf jeden Fall künstlich hochgezogen. Alles aus Steinen. Ich glaube kaum, dass es eine Abraumhalde ist. Das müsste ein Kern sein. Ne? Zwei Stück, der hier auch. Baumaterial war ja wie immer direkt vor Ort. Da vorne ist jetzt dieser Monolith, kleiner Steinbruch, und hier vorne sind diese Kerns, wo der Nico gemeint hat. Hier ist einer, da drüben ist noch einer, da vorne ist auch einer, aber da kommen wir jetzt nicht durch, ihr seht selber, hier ist alles bewachsen. Ah, was haben wir denn hier? Steinplatte. Ja, hier hat es noch ein paar Steine. Wow. Oh, da geht's tief runter. Hier sind wieder Symbole. Irgendwelche Symbole im Stein. Hier auch. Auch hier. Wow. Interessant. Oh, hier ist eine große Plattform. Und dann geht's steil runter. Und die Felsen gehen ja, boah, die tummeln sich bis nach unten. Hier geht's weiter. Wow. Krass. Hier doch. Überall Initialien im Stein. Auch.
Der muss doch auch mal hier gestanden haben, ne? Gut möglich, ja. Dass der mal stand. So, na, du hatten sie nicht hingelegt. Und hier ist auch noch bearbeitet. Ja, hier sind so Wellen in Stein, ja. Ah, ein Stein mit einer Schale. Definitiv, ja. Das ist künstlich reingemacht. Und hier ist auch Nummer eins. Da sind's. Der hat mehrere Löcher. Und der hat auch hier was, guck. Hier hat er auch ein Loch. Doch, das ist ein guter Fund. Den sehe ich aber hier zum ersten Mal. Oder hast du unterwegs mal gesehen? Da oben war ja kompletter Sandstein, ne? Mhm. Ja, dann hat er hier diese Einschlüsse hier. Hier diese. Das andere ist Material. Vielleicht Eisen oder so. Schaut mal diesen Stein. Der hat ja auch eine Schrift oder sowas. Er ist hier auch. Der hat hier lauter Vertiefungen, der Stein. Also ist hier auch was gewesen. Hier liegt auch noch einer, den haben sie umgeschmissen. Und hier auch wieder so Einschlüsse, ne? Aber das ist hier wie im Schwarzwald, habe ich auch so einen ähnlichen Stein gefunden. Der hat auch so Linien gehabt und hier diese Vertiefungen. Und hier vorne ist auch nochmal so ein Stein. Aber zumindest mal hat man hier auch Werkzeug benutzt. Hier, das hat man weggeschlagen. Im Schwarzwald habe ich einen ähnlichen Stein gefunden, der eine vergleichbare Symbolik besitzt. Diese langgezogenen Linien könnten zu einer uralten Schrift gehören. Was sie bedeuten und in welcher Sprache sie verfasst sind, bleibt ein Rätsel.